Oh shit! Oh, nee! Komm, Junge! Der muss doch drauf gewesen sein! Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Clash und es ist wieder Trophy Battle Time. Hallöchen, guten Tag. Hi, ihr seht, wir sind heute ein wenig nackter ausgerüstet. Wir haben nämlich nur eine Dia-Rüstung und wir haben sonst immer so Iron. Und das hat natürlich folgenden Hintergrund, Freunde. Und zwar ist es so, dass sich jetzt einer von diesen Bagaluden hier oder mir ins Flugzeug setzt und uns andere jagen muss. Das heißt, wer es zuerst schafft, in der schnellsten Zeit natürlich, die anderen beiden zu töten, hat quasi das heutige Trophy Battle gewonnen. Und ich würde sagen, was gewinnt man dann? Flugzeug gewinnt man dann? Man gewinnt der Flugzeug, ja, so sieht's das aus. Ist zwar natürlich das Flugzeug, stark, mit dem wir heute rumfliegen, meine Freunde. Oh, Dena, yeah. Was fliegen wir denn heute für eine Maschine? Erzähl mal. Also, wir fliegen. Da ist der Part natürlich wieder mir obliegt hier. Wir nehmen heute eine F21 oder F22? F22 Raptor nehmen wir. Ja, also es ist folgendes Flugzeug hier, folgendes Gefährt, kann man jemand hier Tag machen und damit kann man fliegen und damit kann man schießen und damit kann man gleich sogar bomben und das ist das heutige Trophy Battle und ich habe zwar nur noch ein Leben, ne, aber... Das zählt ja heute nicht. Ja, im Trophy Battle ist das Banane, aber in zwei Tagen, das wird... Aber dieses Flugzeug kann ich natürlich dann nutzen, um euch zu töten oder wenn ihr gewinnt, um mich zu töten. Und die anderen beiden müssen dann in dem Fall einfach überleben, es wird sich nur im Spawn aufgehalten, das heißt... Kein großes Wettrennen. Also die Person, die fliegt, die kann natürlich den Spawn verlassen. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Jeder Pilot hat insgesamt 5 Minuten Zeit, um die beiden zu töten. Die beiden, die hier rumlaufen, die dürfen nicht stehen bleiben. Man darf sich nicht verkämpfen, man muss immer in Bewegung sein. Man darf auch nicht im Boden gehen. Genau, das darf man ebenfalls nicht. Und dann sollte der Fall eintreffen, dass niemand jemanden tötet, dann gibt es am Ende nochmal ein riesiges Flugbattle. Das kann ja auch sein, weil die ganzen Sachen sind natürlich hier noch nicht so erprobt. Das wird dann alles in der zweiten Staffel natürlich noch wesentlich perfektioniert. Und wir müssen jetzt noch schnell Stein, Schere, Papier machen. Wer jetzt hier als erster das heißt in den... Schere, Stein, Papier. Ja, ach, Tomato, Chat, Tomato, Alter. So, dann gebt jetzt alle mal ein. Okay. 3, 2, 1. Jetzt. Nein! Oh, der ist raus. Palle ist raus. Ja, Palle muss doch dann fliegen, oder nicht? Ja, ich muss als erster ins Flugzeug. Ah, kommt die da laufen? Wie schnell? Ja, ihr müsst das aber... Ihr müsst jetzt auch nochmal ausknobeln. Ach so, okay. Dena, wieso? Bist du bereit? Ja, wer als zweiter, beziehungsweise Dena, dritter. Dena, 3. Okay, warte. 2. Stopp. Er braucht ein bisschen länger für deine Taktik. Oh. Okay, jetzt. 3, 2, 1, go. Nein! Ich hab das sogar gesagt! Das ist das Einzige, was du in deinem Leben bisher gewonnen hast. Ja gut. Okidoki. Ich bin letzter, der fliegen muss. Das heißt, ich bin erstmal nur ein kleiner Runner hier. Okidoki, dann wird jetzt losgeflogen. Die Waffen, die ich aufgesammelt habe, werde ich nicht nutzen. Wir setzen einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! Los geht's, meine Damen und Herren! Geht's jetzt los? Revi, warte. Wir haben in San Francisco auf einer Bankkantine gehalten, wo nach Tönen abgespielt wurde. Und jetzt möchtest du mir diesen romantischen Moment... Leute! Ja. Kann's losgehen, oder? Ja, es kann losgehen. Okay. Der hinter mir um. Der will mich küssen. So, meine Damen und Herren, Pidizzle fliegt jetzt auf jeden Fall los, fliegt seine Angriffe 5 Minuten. Schauen wir einfach mal, was denn hier so abgeht. Ja, hat jemand auf die Uhr geguckt? Ja, habe ich. So. Ich guck auch drauf, weil ich die traue nicht. Okay. Natürlich 5 Minuten laufen jetzt auch bei mir. Also, Pallard ist ein Bomber. Ja, ich mache einfach mal so ein bisschen... Oh, Alter, jetzt müssen wir natürlich hier gucken. Der ist ja am Flying sein. Oh, ich glaube, die Bomben sind leider ein bisschen daneben gegangen. Hey! Ja, what the fuck, Alter! Mehr, oh, jetzt müssen wir gucken. Oh shit, Alter. Natürlich, ich Alter, muss euch natürlich ziehen. Auch, vielleicht mache ich mal irgendwie... Ja, das ist doch ne, auch ne, kein... Oh Gott, jetzt gibt's ja natürlich... Was machst du da? Hallo? Oh Gott! Hi! Alter, der macht richtig Jagd auf uns. Oh, warte, gibt's hier kurz ein paar Probleme? Ja, das kann sein, dass du ein Problem hast. Hä, wieso... Oh, verdammt, Alter, ich muss da... Also in der F50 gibt es noch ein paar Probleme. Ja, solltest du vielleicht weggehen von. Nein, das kann doch nicht wahr sein. ich mach doch hier... Du bist Pilot, oder? Au! Alter, du hast mich ein bisschen... Okay, wir müssen jetzt mal... Ah, verdammt, ich hab nicht so den guten Wendekreis. Ja, weißt du, ich pflanze einen Baum. Wieso wie laut? Was machst du, Junge? Ich bin ein super Bruchpilot. Oh Gott. Als ob, Junge, wie knapp war das denn? Wieso? Der hat sich selbst getroffen, ist ein Dummkopf. Okay, jetzt müssen wir mal was anderes ausprobieren. Ja, ich glaube, du hast nicht so drauf. So, gucken wir mal. Die sind krasser. Ich hab nichts gesagt. Wow! Jetzt müssen wir mal schauen, Alter. Oh, yo, Alter, wieder da. Okay, jetzt F5.
Und dann müssen wir gucken, wo die sind. Oh shit. Mama! Oh nee. Komm, Junge! Der muss doch drauf gewesen sein! Okay, kein Problem. So, jetzt ist hier alles. Oh, Alter. Wie der Spawn schon zerlegt ist von ihm, Junge. Hier ist nichts mehr von über. Ja, aber guck mal, die Landebahn. Ihr müsst ja, ihr müsst ja nicht am. Also, ihr könnt natürlich. Ins Wasser mit dir! Da, Palle, treff ihn, er ist im Wasser! Bring dir. Wow! Das muss doch jetzt mal knallen hier! Junge, jetzt mach doch mal Explosion! Alter. Was ist denn hier los? Wieso wurden da gerade Blöcke gesetzt? Ach, weil ich noch. Ich muss aber niemanden töten, der schon 2,50 ist um. Kein Problem. Mehr als das. Nee, weniger. Oh! Junge, das muss aber. Alter, ich hab grad gut gelost. Alter, das ist doch. Jawoll! Aus dem Handgelenk, meine Damen und Herren. Aus dem Handgelenk. Nicht schlecht. Nice, Alter. Aber jetzt können wir kurz Tag? Ja, mach ich. Alter Schwede. Oh Gott, ich hab heute Musik. Nein, jetzt muss er. Lad doch schneller nach, kurze Drehung! Oh, jetzt. Komm, nochmal kurze Drehung. Jetzt fliegt sich aber wie ein Helikopter. Das ist eine Ente, ist das. Oh. Warte mal, wo ist. Ein Taube. Oder ein Ente. Alter, oh Gott. Das muss doch jetzt mal. Alter. Ich bin hinterm Baum. Ich kann mich niemand treffen. Hallo? Hi! Hallo? Was? Ja! Wieso ist der exploded, Alter? Ja, Moment, ich brauch ein neues Ding. Ja, hol dir den. Warte, wie heißt der nochmal? Wie heißt der? Oh, du kleines Opfer, guck mal, fresh jetzt Tornado. Erde, fresse Erde, kleine Palle. Ja, jetzt haltet doch mal den Klappe. So, zack. Der setzt einfach so die Blöcke vor ihm und explodiert einfach. Ich hab meine Atom-Miniatur. Was? Nice. Was war das? Das war die Rache. Das war das MG, Alter. Krass. Das war dein Rache. Ja, Punkt hier, Zeit festhalten. Es war noch 1:10 war noch auf meine Uhr. Alles klar, dann Palle, weißt du, wie viel du gebraucht hast? Die Zeit ist wie viel? 3:50 hast du gebraucht. 3:50, okidoki. Der Schnautier da sich. Ja gut, meine Damen und Herren, dann ist jetzt wer dran? Ich. Oh, scheiße. So, meine Freunde, und ab geht's ins Battle. Ich habe 5 Minuten Zeit, um den beiden den Chaos zu machen. Und ich würde sagen, los geht's. Direkt mal ein paar gepflegte Raketen. Felix, lauf. Dieter, hilf mir, Dieter. General Dieter. General Dieter, stopp. Wir haben alles. Oh. Und was ist hier? Was steht denn hier? Ich bin mal gespannt. Palle, bleib kurz stehen, okay? Nee, ich darf nicht stehen bleiben. Die Palle, nur warte. Palle, was denn? Hier. Ja. Palle, hier, schau. Vorsicht! Wir dürfen nicht zu nah beieinander stehen. Aber Palle, schau mal kurz. Was denn? Ich will dir was schenken, bitte. Was denn? Zu mir. Ja, was denn? General Dieter. Nein! Felix, wie kannst du mir nur. Das war nicht General Dieter. Wir müssen mehr auseinander. Ja, ich gebe dir einen Tipp. Versteck dich zwischen den Bäumchen. Das probiere ich ja. Oh nee, da kommt Gericht auf mich zu. Lauf. Boah, den hast du gerade einen Hit kassiert? Nee. Komm. Echt nicht? Oh, du bist genau über mich rübergeflogen. Das zeigt mir halt immer einen Hit an, aber. Oh shit, hochziehen. Doch, ich hab einen krassen Hit kassiert sogar. Was kannst du sagen, Alter? Ich hab die Hälfte meiner Herzen verloren. Oh. Da. Dieser Ding. Nee. Oh, Felix, lauf! Hä, ich stecke im Boden fest. Guter Taucher. Oh. Alter, ich komme ja nicht mehr. Wow! Okay, ja, vorsichtig. Flugzeug. Ich hab einen Apfel. Ja, da haben wir ja auch viele. So, essen. Ja, wo steckst du denn, oder? Du bist doch in der Luft. Er will uns. Ja. Oh, da fliegt er. Da fliegt er. Mann, diese. Ja, und eben noch über Petersen lachen, den alten Bruchpiloten. Wie komme ich denn? Jungs! Freunde! Ich komme nicht raus. Oh. Ich komme nicht raus. Okay. Hat irgendjemand die Zeit neu gestartet? Nee. Ich würde sagen, das ist jetzt eine Minute oder so. Ja, ich jetzt auch. Ich komme trotzdem nicht raus. Ich habe einfach ein Problem. Da, ich habe jetzt mit 4 Minuten einen neuen Countdown gestartet. Okay. Ich komme nicht raus. Wie, du kommst ja, da nicht raus? Ja, du hängst ein bisschen fest. Da darfst du nicht schießen, dann baue ich dich raus. Oder steig einfach aus und baue das Flugzeug ab und setz neu. Ja, genau. Aber es geht alles an der Zeit ab, wenn du dich verirrst. Na, nochmal. Okay, Freunde, nichts passiert. Alles weiter so. Alles gut. Und neu starten.
Ja, der hängt da irgendwo fest. Der hängt. Der kriegt schon wieder. Oh. Nein. Palle, ich vermisse dich ein bisschen. Können wir uns gleich. Ja, Gott! Lauf. Alter. War das etwa knapp? Nein, es war alles easy. Oh, ich sag gerne uiuiui. Uiuiui. Felix, wo ist Oh, Felix, lauf! Wir dürfen nicht zu nah beieinander sein. Wow. Das ist kein Problem, weil der Dummkopf stürzt jedes Mal ab, wenn er Bomben wirft. Manu, ich steck schon wieder fest. Wie kann man überhaupt so feststecken? Mann, dieses Drecksflugzeug, welcher Wichser hat das entworfen? Bestimmt dieser blöde Pflanz wieder. Ich wollte jetzt sagen, welcher Wichser hat es ausgesucht. Ich glaube, das war's. Ey, also ich meine. So, Mikrofon ist er wieder? Mann, das kann doch nicht sein. Der alte Opa. Hi. Ach, Revi. Guck mal. Oh. Oh nee. Oh, Jungs. Du bist genau am Mikro. Oh Gott. Es sind einfach immer so geile Situationen. Oh, Alter, jetzt habe ich ein Problem. Noch 2,30 mal lieber. Felix. Ja? Alles gut? Ja, ah, ich sehe dich da. Oh, guck mal, wie er da dreht. Ich halte mich so die ganze Zeit hier in der Mitte auf. Das ist eine Challenge für mich. Du bist einfach ein richtiger Risk-Taker. Das ist das Ding. Ja. Du liebst einfach das Reden. Mann, Felix, es kann doch nicht sein, dass du keinen Schaden bekommst. Konzentrier dich auf Palle, der ist einfacher. Oh Gott! Alter, das ist wieder eine elegante Landung. Er wieder ein bisschen hochzieht. Du musst die mehr spammen. 2 Minuten hast du noch. Oh. Spam die mehr. Oh Gott, hier komm ich nicht weg. Nee, so nicht. Was? Nein! Ja. Nummer 1. Alter, warum? Wie konnte ich auf einmal so krass schnell sterben? Ja, ich sag, das ist ja gerade das. Deshalb musst du aufpassen. Du kleine, blöde Stück Scheißflugzeug, ehrlich. Okay, wir müssen. Okay, können wir noch mal ganz kurz Ding ins Tag machen? Ja, kann Felix machen. Jungs, ich werd's schaffen. Laufen. Der zieht 21 noch. Der zieht, ja, ich hab doch eh schon, Palle ist ja eh schon vor mir. Ja, nee, wenn du das innerhalb der nächsten 10 Sekunden machst, Nick. Oh. Und 5 Sekunden hast du noch. Nein, 6, bitte jetzt nicht 5, sterben, bitte jetzt 4, nicht sterben. 3, oh 2, nein. Und du bist hinter Palu. Aber mach dir eine Minute noch zu Ende, vielleicht bist du ja besser als ich. Okay. Ja, dann mach ich jetzt hier. Wo ist er denn? Ja, steht da dir. Hm? Oh Gott! Nein. Wie bist du überhaupt gestorben, Revi, letztes Mal? Durch Bomben, oder? Nee, die Bomben. Nee, ich hab dich, glaube ich, mit einer Rakete getötet. Die Raketen sind. Jo. Oh ja! Oh nice. Boah, das ging dann aber relativ schnell. Ne? Ja. Schade drum, war ich ganz knapp hinter dir. Ja, du hast jetzt 38 Sekunden noch gehabt. Dang, Mist! Ja, okay, gut. Egal, ja, ich bin direkt dran, ne? Ja, ich würde sagen, Unterbrechung brauche ich. Ich hau da sofort rein. Du musst mir nur sagen, welches Flugzeug das ist. Warte, ich geb's dir ganz kurz. Okay, ich muss nochmal ganz kurz hier. Holt euch dann alles in Eil und Rüstung direkt und essen. Dankeschön. Du meinst wohl Dingens. Dein guter alter Diamant. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall eins dazugelernt, dass die Bomben und die Raketen überhaupt nichts bringen. Ne, die Raketen? Damit habe ich auch jemanden getötet. Ich fand, das Stärkste war das MG, aber das sagen wir natürlich denen nicht. Wie heißt nochmal dieses Miet? Ah ja, Miet. Ich muss nichts irgendwie nachladen oder so, ne? Nein. Das macht er immer automatisch. Okay. Weil du ja Game Mode bist. Okay, Leute. Palle, bist du bereit? Ja, warte. Zack. Anziehen. Fleisch. Okay. Lauf, Revi, lauf! Nein. Okay, Leute, ich starte den Countdown von 5 Minuten. Alter, was ist denn das für eine Kackansicht? Scheiße. Das ist Alter. Okay, ich starte das ganze Ding. Ich muss einmal hier rausgehen und starte auf 5 Minuten. Jetzt! Aber jetzt greife ich an, meine lieben Jungs. Okay, dann greifen wir an hier. Ja, yeah. Ich muss nur wissen, was die besten Waffen hier sind, was? Und die müssen mir sagen, wo ihr euch versteckt. Oder habt ihr da Angst, ich werde mich hier schon verstecken. Ich werde einen Teufel tun, Alter. Ich werde jetzt nicht gucken, dass du noch vor mir landest, Alter. Wo ist er denn? Leute, ich könnte schon sagen, wo er ist. Eigentlich kriegt der zweite Platz, kriegt er heute auch was, oder? Haben wir doch gesagt, ne? Ja, genau. Also das wäre mal schon der eine gute Der kriegt einen feuchten Kehricht, das hat meine Mutter immer gesagt. Was ist überhaupt ein feuchter Kehricht? Ein feuchter Kehricht ist, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Wo seid ihr denn? Oh nein! Oh! Hallo, ihr meine lieben Jungs! Hallo, Felix! Oh. Wo wart ihr? Ich hab euch kurz gesehen! Ich bin hier auf der linken Seite! So kurz habe ich euch gesehen! Oh shit, Alter!
Oh, oh Gott, ich kann ja gar nicht mehr sprinten. Oh, oh. Dann musst du was essen. Ja, hab ich gemacht. Alles easy. Wo ist denn damit die Auto? Aber es ist gar nicht so leicht, Nee, nee, eben. Die Ansicht ist das große Problem. Ja, manchmal muss man einfach in F5-Modus und einfach mal ein bisschen... Wow! Oh! Nein! Nichts getroffen! Oh Gott. Hey, ist Ika! Die haben mich aber Ika, was machst du da? Ja, das ist Ika. Das Ding. Irgendwas hittet das immer und dann kriegst du halt diese Schadensanzeige. Das hat mich halt eben auch voll verwundert. Okay. Alter, also das muss aber sauknapp gewesen sein, dass ich nicht getroffen habe. Ja, war's auch. Revi, wo bist du? Alle Tiere hier im Umkreis haben nur noch so irgendwie ein halbes Herzen, weil wir die alle zerbombt haben, Alter. Oh! Warte. Was? Oh? Nee, ich hab nur ein Flugzeug gesehen. Ah, oder ist das halt ein bisschen in the Wolken? Nein, nein. In the Wolkenbäume. In the Clouds is it. Up in the Clouds. Oh. Wow! Yo! Wo kam der her? Lauf! Ich seh dich! Vorsicht, Revi! Oh! Oh Gott! Edgar. Wo ist er denn? Ne? Oh, hab ich's noch geschafft? Oh, okay, er konzentriert sich gerade so ein bisschen auf dich. Ich guck mal das einfach mal ein bisschen, bisschen von der Side an. Sein. Das war richtig knapp, Dena. Auf, jetzt kommt. Oh, oh. Nein, Gott. Felix, hör auf! Hör auf! Oh Gott! Nein! Alle, gib nicht auf! Ich hab nicht mehr viel HP, Oh, komm schon! Vorsicht, Revi, nein! Nein! Oh Gott! Hä? Wieso schläfst du denn nicht? Oh Gott! Nein! Ja, als ob! Revi, du musst leben! 42. Du musst leben! Ich werde mich jetzt so hart verstecken. Alter, verstecken gilt nicht! Du musst immer in Bewegung bleiben, das weißt du? Ich bin die ganze Zeit in Bewegung. Ja, verstecken ist nämlich nicht, mein Lieber. Nein, wer macht denn auch sowas? Verstecken ist was für Pussys. Außerdem muss ja wohl für mich sein und nicht für Paluten. Paluten ist ein größerer Konkurrent. Naja, warum? Doch. Ich habe nur noch ein Leben. Du hast nur noch ein Leben. Ja eben, da wirst du YOLO-Attack auf irgendeinen machen. Guck mal, taktisch, wenn du mir jetzt hilfst, dann bin ich dir freundlich gesinnt und greife mir nur Paluten anstattdessen. Das ist ja der Punkt. Hast schon mal drüber nachgedacht. Jetzt wird hier schon wieder taktische Spiele. Alter, also wie die Map einfach aussieht. Ich würde sagen, gib dich lieber schnell. Ein paar Sekunden hast du noch. Oh Gott. Ich bin in ein Loch gefallen. Oh, Revi, nein. Schon wieder Löcher überall. Revi, ja. Du kannst es jetzt hier entscheiden. Verhalte dich klug, möchte ich dir nur mit auf den Weg geben, okay? Verhalte dich klug. Oh Mann. Naja, aber wenn du mich mit dem Flugzeug angreifst, Dena, dann hab ich ja nichts davon. Nee, aber wenn du mich jetzt hier lässt, dann greife ich dich ja wahrscheinlich eher nicht an, sondern greife ich aber viel lieber den anderen. Ja, dann mach's doch. Guck mal, du hast alle Möglichkeiten hier. Du musst halt nur noch treffen. Nein, Revi, nein! Oh Gott! Ah, der wird mich ja nicht treffen, das ist ja das Ding. Ich hab dich schon mehrfach getroffen, du Dorf im Kopf. Revi, oh nee. Komm zurück. Du siehst aus dieser Perspektive einfach. Oh, Revi. Da läuft er einfach. Nee, du musst da raus, Revi. Revi? Hallo, Dena. Oh! Oh nein! Junge, lauf! Oh. Ist was! Oh! Oh! Revi, jetzt stirbt er unendlich! Oh, da ist er jetzt! Stirbt er unendlich! Was machst du? Alter, stirb doch endlich, Revi, das kann wohl nicht wahr sein. Alter, Revi, du musst ja wohl sterben jetzt mal. Wo bist denn du? Hä? Was ist denn? Ich glaube, Felix hat irgendwie der Schild, der Junge. Hä? Oh Gott. Hallo. Hä, wo hast du dich versteckt? Hä? Du hast ihn sogar getroffen. Was meinst du? Felix, du musst nicht unter die Map fliegen. Ich bin weg einfach! Komm! Was macht der denn da? Ja, natürlich komischer Ton im Hintergrund. Oh nein, meine Zeit ist auch schon abgelaufen. Ich hab's nicht geschafft. So ein Dummkopf, Felix, ich hab dir alle Möglichkeiten gegeben. Ich bin sogar in dich reingelaufen in meiner Aufnahme. Ich stand in deinem Flugzeug mehrmals drin. Du hättest nur den Bomben drücken müssen. Also, ja, meine Damen und Herren. Felix, ich hab's nicht geschafft. Hab ich jetzt ein Flugzeug? Du hast jetzt ein Flugzeug. Ja, ich hab jetzt ein Flugzeug. Revi, du Dummkopf. Aber das freut mich, weil ich hab noch nie Diamanten gefunden. Deshalb konnte ich mir nie sowas Tolles craften. Revi, du bist so ein Dummkopf. Dena, du bist, guck mal, wie du geflogen bist. Du hast in deinem eigenen Grabstein geparkt. Hier. Ja, aber sieht man halt nicht. Schau es dir auf meiner Perspektive an. Team Edgariana. Hier ist dein Flugzeug und deine Ehre begraben. Und du.
Ja, vor allem du! Du hättest eine historische Allianz schmieden können. Habe ich versucht. Nur der Pilot hat einfach versagt. Nein, du hast mir die ganze Zeit abgesagt, nein. Anstatt stehen zu bleiben und sagen, ja komm, töte mich, ich bin ein Märtyrer. Ich mute mich mal ganz kurz und mach jetzt mal meine Verabschiedung. Jetzt wird meine Rache dir gehören. Ganz dir. Okay. Nein, ja, Felix, das machst du nicht, weil das wäre dumm, dann stirbst du. Sound muted. So, meine Damen und Herren, wenn euch diese Folge vom Trophy Battle bzw. von Minecraft Clash gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine kleine Bewertung da. Schaut euch die Ansichten aus den verschiedenen Flugzeugen gerne mal bei den anderen beiden an und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao!